Hier weht's dich weg. Brutal windig heute hier oben. Aber ich habe eine Mission. Ich will euch was zeigen. Weil ich wurde nämlich gefragt, Jupp, kannst du mal zeigen, wie du das machst, wie du das filmst, was für Materialien verwendest du. Und ich würde gern künstliche Besamung anwenden. Ist das auch dafür geeignet? Und was kann man einfach so damit machen? Und ja, ich will euch das gerne zeigen. Und das macht man. Als allererstes braucht man natürlich für das, was wir vorhaben, ein paar Proben. Ein paar größere Proben. Und jetzt holen wir uns noch ein paar Varon. Da sind wir. Um was geht es jetzt in dem Video? Nein, wir machen heute keine Krankheiten und sonstiges. Aber ich wurde wirklich, wirklich verdammt oft gefragt, mit was schaue ich das an? Und heute geht es um dieses Baby. Und das Stereomikroskop. Der mich kennt, der weiß, ich habe ja mehr solche Sachen. Ja, ich habe hier noch eins. Hier habe ich noch eins. Das ist übrigens immer noch ein Teil, wo ich sage, das Ding ist einfach genial. Ja, für den kleinen Forscher unterwegs. Aber ihr wisst es, ich will auch künstliche Besamung machen. Und da braucht man ein Stereomikroskop. Ich dachte ja, dass die Geräte schon brutal gut sind. Und jetzt, wo ich das Stereomikroskop einfach ein paar Mal im Test gehabt habe, habe ich festgestellt, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also, was mich sehr verwundert hat, dass man in dem Stereomikroskop darunter halt so extrem Gefühl hat mit Pinzette oder sonstiges, weil man halt einfach dieses dreidimensionale Sehen hat. Und ich wurde gefragt, welches Stereomikroskop kann ich empfehlen? Ja, die Frage musste ich mir selbst erstmal stellen. Welches kaufe ich mir? Somit habe ich einmal mal recherchiert, beziehungsweise Leute angeschrieben, die mit sowas arbeiten. Weil es gibt ja kleinere, es gibt höhere, es gibt ganz viele verschiedene Bauarten. Und natürlich, wenn ich jetzt eine künstliche Besamung machen will oder sonstiges, dann reicht mir das Einfache, was gerade hier einfach gerade an einem Punkt steht. Okay? Will ich aber jetzt, wie in meinem Fall, ganze Waben untersuchen, ist es natürlich schon vom Vorteil, ja, wenn ich hier das Ganze einfach einstellen kann. Ja. Und nicht nur nach hinten und vorn, sondern ich kann es in alle Richtungen drehen. Ich kann das Ganze hier drehen. Ja. Dann kann ich das Ganze hier drehen. Dann kann ich das Ganze hier hinten von der Höhe verstellen. Also grob, hier fein. Warte mal, muss den zumachen. Hier fein. Dann kann ich hier die Höhe verstellen. Ja. Indem, dass ich das Ganze hier nach oben und unten mache. Und ich sage euch eins, das Gerät hat es wirklich in sich. Also vom Gewicht her allein schon. Also der Fuß hier, ich weiß nicht, ich blende es euch ein. Also ich würde sagen, der hat auf jeden Fall 10 Kilo. Der ist wirklich schwer. Das wiederum, wenn ihr viel unterwegs seid und das Stereomikroskop sucht, dann würde ich sagen, ist das nichts, ja, weil es einfach zu schwer ist. Seid ihr aber wie ich hier so an einem Tisch und ihr wollt hier kleine Sachen untersuchen, große Sachen untersuchen, dann finde ich, ist das Teil wirklich genial, weil man wirklich einfach eine riesen Breite hat, die man untersuchen kann, ohne dass man jetzt seine Sache, die man untersuchen will, also das Präparat, hin und her rutscht. Ja. Dabei im Lieferumfang, also ihr seht schon, ich habe hier eine Kamera drauf gesteckt, auf die Kamera will ich auch eingehen. Die Kamera ist kein Bestandteil, wenn ihr euch das Stereomikroskop kauft. Ja? Das ist nicht dabei, aber so kann ich euch wenigstens die Bilder zeigen. Und da habe ich gleichzeitig, muss ich sagen, eine interessante Sache, ja, gelernt. Ihr seht es, ich habe hier das auch vom Presser, ich habe hier die große Kamera für 1200 Euro. Ich habe da richtig Geld investiert, ja. Und ich war geschockt, weil ich wollte eigentlich nur für dieses Video Aufnahmen machen und für den Livestream und habe mir dann dieses Kameraline hier noch dazu gegönnt, inklusive diesen Adapter hier dazwischen. Und das, glaube ich, hat insgesamt 40 Euro gekostet, 40 Dollar. Brutal. Also das Gesamtsystem kostet ein Bruchteil von hier links, ja. Ich zeige euch jetzt mal, bevor wir jetzt groß da Bilder zeigen, was für was gehört. Weil für mich war immer beim Stereomikroskop die Frage, wie muss ich was einstellen, wie weit muss was weg sein, dass ich es untersuchen kann. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt
angenommen, ich will jetzt eine Biene künstlich besamen und dann habe ich hier ein Objektiv, wo ich so ran muss, da kam ich mit meinem Werkzeug nicht mehr rein. Geliefert wird das Ganze im Prinzip, das Zusammenbau ohne die Kamera, wie gesagt, die müsst ihr euch wegstellen. Das ist dieses System und hier ist unser Mikroskop. Ja. Mikroskop hat zwei, für jedes Auge ein separates Okular oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und wir können das da oben separat einstellen. Wir können hier die Dioptrien einstellen. Für Brillenträger, das ist wichtiger, wie man glaubt. Zumindest, dass man es auf einem Auge einstellen kann. Hier kann man es sogar auf beiden Augen einstellen. Ich habe nicht gewusst, für was das gut sein soll, aber nachdem ich mit der Kamera gearbeitet habe, ohne Autofokus, war mir dann klar, dass es ganz gut ist für Brillenträger, wenn die es an beide Seiten einstellen können, weil dann muss man hier nichts mehr einstellen, weil hier stellt man die Kamera ein, wenn man sich sowas auch dazu kauft. Wie gesagt, ohne Kamera wird das Ganze so geliefert. Hier hat man den Zoom rein, raus, ja, komplett rein, raus. Das zeige ich euch aber gleich richtig im Bild. Und jetzt muss ich erstmal einen Akku tauschen. Und diese Stereo, also diese zwei Gänge, sind eigentlich auch entscheidend, was den größten Unterschied macht zwischen einem Stereomikroskop und einem normalen Mikroskop, wie da hier. Bei dem normalen hat man halt wirklich nur einen geraden Blick und hat kein räumliches Sehen. Hier hat man richtig räumliches Sehen und wenn man darunter arbeitet, lötet oder irgendwas schneidet, hat man wirklich eine sehr gute dreidimensionale Sicht, was ich selbst nicht gedacht habe, dass es so gut ist. Ja. Jetzt gehen wir zum Abstand. Wie wird der Abstand bestimmt, beziehungsweise die Vergrößerung? Wenn man jetzt hier ganz normal durchschaut, ich muss jetzt nachschauen, ich glaube, das sind mal 100 die Vergrößerung. Ja. Man hat hier dann solche Aufsätze dabei. Ja. Sag mal, da steht es nämlich drauf. Also, seht ihr es? Das ist jetzt zum Beispiel ein Aufsatz und das WD steht für den Arbeitsbereich in Millimetern. Also 165 mm Entfernung ist der Arbeitsbereich. Das heißt jetzt für mich, von hier bis hier unten 16,5 cm habe ich Arbeitsbereich und habe die Vergrößerung halbiert. Ja? Okay? Man muss es aber sich selbst einmal, das muss man ausprobieren, das kann man ganz schlecht beschreiben. Wir schauen uns das Ganze jetzt dann mal, ich blende euch das ein. Eins noch vorneweg, was ich euch definitiv empfehle und was ihr auch wirklich braucht, wenn ihr euch, egal welches Stereomikroskop ihr kauft, ihr braucht ein Ringlicht für das Mikroskop, das ihr hier so anbringen könnt, weil ohne Licht macht das Ganze nicht wirklich ja, Spaß. Jetzt, also, ich zeige euch mal jetzt hier, dass ihr, ich blende euch das Bild ein von da hinten, das blende ich euch hier irgendwo ein und ich blende euch natürlich, ihr seht es ja hier, dass ihr das besser sehen könnt und abschätzen. Ich habe jetzt keinen Aufsatz drauf auf den Stereomikroskop und halte jetzt einmal mal so einen Akku, ja, und nähere mich dem. So, ich habe jetzt keinen Aufsatz drauf. Beziehungsweise ich stelle das Mikroskop mal ein, so wie es auch gehört. Ich muss runter hier, runter, 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 zack. Machen wir mal fest hier. Den Rest stelle ich hier ein. Und den allerletzten Rest stelle ich hier ein. Nee, müssen wir noch weiter runter. Zack. Noch ein bisschen. So, gut. Also, wir haben jetzt, ich glaube, ihr seht es, vom Abstand her sind wir jetzt, ich habe jetzt keinen Aufsatz drauf, ich habe keine spezielle Optik drauf, sondern einfach nur so und habe jetzt keinerlei Zoom eingestellt. Hier an dem Rädchen kann man den Zoom einstellen und das seht ihr gleich. Jetzt gehen wir mal näher ran, da muss ich natürlich auch ein bisschen nachkorrigieren von der Schärfe. So, ich glaube, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, was das Ganze so von der Vergrößerung her bringt, ist das eigentlich ein gutes Beispiel. Oder, weil ja nicht jeder so einen Akku zu Hause hat und ich aber dafür Bienen, ja, habe ich hier eine tote Biene mal mitgebracht. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ich muss sie erst mal finden. So, also, keinerlei Vergrößerung. Ja, das Bild, wenn ich hier durchschaue, ist noch ein bisschen größer wie das von der Kamera, weil dieser Adapter, den ich hier eingesetzt habe, der ZTV 1,5, nicht ganz das Bild wiedergibt von der Größe her,
wie das, was ich hier wirklich sehe. Also man sieht hier sogar noch krasser, noch schärfer, wie über das Bild, was ich euch hier einblende, was das Bild, was ich hier einblende, schon wirklich gut ist. So, und jetzt gehen wir mal ran an das Ganze. Mal richtig, ich stelle die Schärfe gleich nach. So. Hier muss ich mal festziehen, dass ich nicht rumrutschen kann. Aber ich denke, man kann sich das gut jetzt vorstellen, oder? Also, es ist schon sehr gut, finde ich. Also, es ist wirklich krass. Und wie gesagt, das ist hier drin sogar noch schärfer. Das ist jetzt mal der Blickwinkel, ohne dass ich irgendeinen Aufsatz drauf tue. So, durch das, dass es mir aber zu tief ist, ich könnte zwar mit meinem Stuhl hier noch weiter runter, so, na, zack, zack. Jetzt wird mir das passen. Ich kann meinen Augenabstand hier einstellen, aber das passt so alles. Schärfe passt auch. Ja, ihr seht ja, es ist alles so stabil, dass ich nicht wirklich jetzt verstelle. Also wenn man hier alles anzieht, dann verrutscht man das auch nicht. Das war für mich auch sehr erstaunlich, dass das halt so fein ist, weil es ist halt wirklich klein alles. So, und jetzt machen wir mal einen Aufsatz drauf. Ja. So. Ich hätte gesagt, wir starten mal mit dem... Gehen wir mal gleich mal ins Krasse über, in die, wo ist er? Hier, in die zweifache Vergrößerung, Abstand WD30. Sprich, wir haben jetzt dann das Doppelte an der Vergrößerung, was es normalerweise jetzt hätte, also hat, was wir jetzt hatten. Nur, dass ihr es jetzt versteht. Das ist blöd jetzt zum Erklären, ja. Also, wenn wir vorher jetzt hier mit... Ich schau mal kurz nach, gleich. So, also die Vergrößerung geht von 3,5 bis 90-fache Vergrößerung, okay? Also wenn ich gar nichts drauf habe, ganz, dann wahrscheinlich diesen 0,5er habe, dann habe ich 3,5, dann ist wahrscheinlich 7-fache Vergrößerung, was wir gerade gesehen haben, wenn ich ganz zurückgehe, 7-fache Vergrößerung und jetzt sind wir mit 2-fache, jetzt können wir bis an die 90-fache Vergrößerung gehen, ja? Ich mache mal Licht wieder dran. Also Licht braucht ihr definitiv, das ist das A und so O beim Mikroskopieren. Egal, ob ihr mit einem Stereomikroskop oder einem anderen arbeitet, schaut, dass am Licht nicht gespart wird. Licht braucht ihr. What? Das Licht, was ich jetzt hier drauf habe, ist jetzt nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. So, jetzt muss ich aber näher ran, weil... Da haben wir ja Arbeitsbereich 30 mm, also muss ich weiter ran, muss ich noch weiter runter, runter, runter. So, jetzt gehen wir erstmal vom Zoom ganz weg. Dann stellen wir mal das scharf, müssen wir runter, ich müsste nur weiter runter. So, jetzt sind wir ganz unten. Dann machen wir mal hier auf, dass ich es herziehen kann. Das ist halt das Schöne, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich im Prinzip darunter, dass... Stück, was ich anschaue, gar nicht vergrößere. Also jetzt sind wir mit dem 2x 30 mm Aufsatz sind wir jetzt da dran und wir haben die geringste Vergrößerung, was es mit diesem Aufsatz möglich ist. Und da muss man ganz ehrlich mal sagen, wenn ich das so anschaue, das ist, es ist heftig. Und jetzt gehen wir mal langsam ran an das Ganze. Ja, ich stelle den Fokus immer so ein bisschen nach. Ich stelle den Fokus nach. Ich stelle nach. Und jetzt seid mal ehrlich. Das ist eine Vergrößerung. Das ist wirklich krass. Das Bild in der Kamera wäre noch besser, wenn ich ein helleres Licht habe. Aber das war ein sehr günstiges Ringlicht. Ich dachte nicht, dass das halt, ja, wie ich mir das so zugelegt habe, dass das so viel Spaß macht. Ja? Sachen einfach so zu untersuchen. Jetzt drehen wir mal um. Na, ich drehe mal weg. Schauen wir uns mal die Mundwerkzeuge einer Biene an. Die Zunge zum Beispiel. Ich finde es halt auch sehr faszinierend. So, wieder festmachen. Ich gehe mal ein bisschen weg, dann hat man... Umso näher man natürlich zoomt, umso feiner wird das Ganze von der Schärfe.
wenn ihr das anschaut, ja. Also das ist beeindruckend, oder? Also ich finde es zumindest extremst beeindruckend. Dann schauen wir uns mal unter dieser extrem kleinen Vergrößerung mal das Gemüll an. Ich schütte das mal auf den Teller hier. So, dann, ich muss ja nur ein Stück hoch, also mache ich das Ganze mit der hinteren Verstellung. Und dann können wir wieder uns annähern. Wir müssen noch weiter runter. So. Und das ist jetzt heftig, weil ihr, glaube ich, ihr das auch seht, oder? Wow. Warte mal, ich gehe mal kurz auf die Seite. Nur mal so, dass ihr das seht. Ja. Also man kann hier wirklich nicht wirklich was Lebendiges erkennen, wenn man das so anschaut. Und jetzt schauen wir uns das Ganze unter dem Mikroskop an. Und wir stellen fest, Pollenmilben ohne Ende. So, das haben wir jetzt mit diesem Okular festgestellt. Und jetzt schauen wir mal. Oh, das ist wirklich heftig. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir. Warte mal, aber die halten sich ja nicht still. Oh, hier haben wir. Was haben wir hier? Warte mal. Weißt du, könnt ihr das sehen, dieses längliche? Gehen wir mal weiter, weil wir wollen ja das Gerät erklären und nicht jetzt hier, obwohl ich es jetzt liebend gern, aber das werde ich am Abend im Livestream werde ich mir das anschauen. Dann kann man diese verschiedenen Aufsätze, könnte man kombinieren. Ja, man hat dann auf die Aufsätze, wenn man überhaupt keinen Aufsatz drauf macht, hier diesen Aufsatz noch. Das ist einfach nur eine Glasscheibe. Die kann man da unten drauf machen, dass kein Dreck reinkommt. Ja. Das ist der Zweifach. Der Zweifach, den brauche ich eigentlich nie. Ich arbeite eigentlich immer mit dem 0,5 WD-165. Das ist eigentlich so der Aufsatz, wo ich die meiste Zeit arbeite. Man könnte aber, nur dass ihr mal seht, was auch möglich wäre, man kann die kombinieren. Man kann, und das werdet ihr gleich sehen, wieso man die kombinieren kann. So, jetzt haben wir den mit dem Aufsatz, wo ich die meiste Zeit arbeite. Ja. Und warum? Weil ich da am meisten Arbeitsspielraum habe. Der Vorteil ist übrigens, dass ihr das mal so seht, man kann hier das hier separat verstellen, das stellt man auf seine Höhe ein, macht es fest und dann hat man den Vorteil, man kann es hier noch bewegen. Ja. Hier hinten ist auch die Schraube, da könnte man das auch arretieren, dass man hier auch nicht mehr bewegen kann, aber ich will das ja, ich will ja hier rumfahren können, wie so ein Autofahrer. So, holen wir mal unser Licht wieder. Weil ich glaube, das mit den Pollenmilben ist eigentlich ganz interessant. Da hat man schön Einblick in das Ganze. So, das ist eigentlich diese Größe, mit der ich die meiste Zeit arbeite. Jetzt muss ich mal schauen, muss ich nach oben oder nach unten? Ich muss nach oben. Also machen wir hinten nach oben, hier nach oben. Also ich mache immer hier so mittig eingestellt und dann gehen wir hier noch ein bisschen nach oben. Zack. So, den Rest machen wir dann. So. Man kann schon sehen, dass man ganz gut sehen kann, dass das Präparat da unten drunter lebt. Und man sieht ja, dass man gar nicht mehr so eine große Vergrößerung hat. Aber jetzt schaut mal. Das hier ist eine Wachsmottenlarve übrigens.
Man merkt natürlich jetzt durch den höheren Abstand, fehlt natürlich jetzt das Licht ein bisschen. Deswegen brauche ich irgendwann noch ein besseres Kameralicht. Aber dass ihr mal den Unterschied seht. Ja, wenn ich dann hier manuell mit einem Licht nachhelfe, dann sieht man auf einmal, alles lebt. Ja. So. Und jetzt, seid mal ehrlich, es ist schon enorm beeindruckend. Was ist das hier? Das ist der wilde Flitzer oder wie? Oh, der ist aber groß, du. Und hier haben wir Varroa. Jetzt kann ich, warte mal, ich muss das mal hier mal einstellen wieder. Ich habe mir alles verstellt jetzt. Yeah. So, jetzt. Ja, einmal so. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich mir eine Pinzette hier finde, mal mit einer kleinen Schraubenzieher. Meine Tochter hat nämlich meine Feinpinzette geklaut. Oh. So, und jetzt, was holen wir uns? Wir wollen ein Varroa. Jetzt suchen wir mal schnell ein Varroa. Sehr erstaunlich, also wie schnell man da Sachen findet. Ja, wo sind die jetzt, die Varroa? Ich gehe schon ein bisschen näher ran. Okay, muss mal ein bisschen tiefer. Zack, hoppala. So. Hier haben wir Varroa. Ich will euch mal zeigen, wie viel Gefühl man da hat. Das glaub ich, also ich hätte das vorher nicht gedacht. Ja. Also mir kommt es also vor, wie wenn man darunter arbeitet, das Hirn irgendwie umschaltet. Von Zittern zu noch feinerem Zittern. Also man hat wesentlich mehr Gefühl, wie man sich das so normal zutraut. Genug geguckt mit dem jetzt hier. Jetzt schauen wir mal, was bringt es, wenn ich jetzt auf den 0,5er hier den mal 2 draufschraube. Den mal 2 und 0,3. So. Also, wir sehen, also ich habe jetzt probiert mit der Hand einfach mal hier so. Wie nah muss ich ran, dass das Ganze klappt? Also muss man, ich sehe, ich muss viel weiter runter. So, ich denke, man sieht, dass ich scharf bin und jetzt habe ich bei dem mal 2, eigentlich hätte ich 30 mm, aber mit beiden Aufsätzen haben wir so eine einfache Vergrößerung. Ja. Man sieht, glaube ich, ganz gut, eine einfache Vergrößerung. Man hat aber im Prinzip so ein Zwischending vom Abstand. Also es hat sich jetzt dieser Abstand, es hat sich jetzt dieser Abstand von unserem Präparat, jetzt haben wir nicht mehr 16,5 und auch nicht mehr 3, sondern wir sind irgendwie so in der Mitte drin, zwischen diesen beiden Werten. Und die Vergrößerung ist jetzt im Prinzip irgendwas zwischen 1 und 2, genau weiß ich es nicht. Darf gerne jemand kommentieren, der das weiß, wie das dann berechnet wird. Hier liegt der Varroa. Und was mir auffällt, wenn ich beide drauf habe, so. Man hat so ein bisschen, warte mal, der stellt nicht scharf so richtig. So ein bisschen so ein Fischaugeneffekt. Also das ist das zum Beispiel, ich nutze es nicht. Also ich gehe entweder ganz nah ran oder weiter weg. Ja.
Deswegen von dem her ist es für mich relativ un. Sag jetzt. Ja, nicht attraktiv, dass ich beide nehme. Aber nur, dass man es weiß, es funktioniert. Und man kann sich ja theoretisch noch, wenn man irgendwas ganz Spezielles will, selber irgendwelche kaufen. Ja. Ich persönlich brauche die hier, also diesen, wie heißt der? Der Mal 2, ganz, ganz selten. Also es ist wirklich nur, wenn ich ganz, ganz nah ran will und ganz, ganz groß irgendwas vergrößern, dann ja. Ja. Ich schaue mir jetzt nochmal. Jetzt habe ich ihn weggepackt, ich Idiot. Mit dem Mal 2 will ich jetzt mal eine Varroa sehen. Also nur der Mal 2, ohne irgendwas anderes dran. Es ist halt, die Mal 2 nutze ich, wenn ich halt wirklich was extrem vergrößern will. Ja, wirklich extrem ran an das Ganze. Dann macht es für mich Sinn. Vorher nicht wirklich. Nachteil ist natürlich jetzt, jetzt muss ich ja wirklich ganz weit runter. So. Und mein Stuhl, zack. Ah, wir haben eine volle Vergrößerung. Wo man ganz ehrlich sein muss, also diese Bilder hier sind schon beeindruckend. Ah, hier ist ein Varroa. Aber hier habe ich halt jetzt den Nachteil. Ich räume mal hier das Zeug drumherum weg. Ja, die ist kaputt. Jetzt haben wir eine schön liegen. Jetzt haben wir eine richtig schön liegen. Und da gehen wir jetzt mal richtig ran. Ja, muss noch näher weiter runter. Da geht's nochmal. Hier ist sie. Für die Imker da draußen, ihr wisst, wie klein das jetzt ist, also wie groß. Ja. So, ich denke, ich habe alles gezeigt. Ich habe es nicht bereut. Ich muss ganz klar sagen, also dieser Tipp von Backfast Bayern kam der und von den Varroa 33 Leuten. Dieser Tipp war eigentlich sehr gut. Ja. Die haben ja verschiedenste Stereomikroskope im Einsatz. Und mit denen, wo halt ich gesprochen habe und gesagt, okay, nimm sowas in diese Bauart, weil du halt einfach vielfältig bist, weil du ganz viel Sachen machen kannst. Und das will ich ja. Und von dem her, ich untersuche jetzt das noch ein bisschen weiter. Also mich interessiert das. Ich finde das total faszinierend, was man da alles findet. Von dem her, ich bin raus. Übrigens, wenn ihr es noch nicht bemerkt habt, da unten ist ein Gutscheincode VV2324. Wie immer gibt es 5% Rabatt auf alles, was ihr findet bei FIFOR. Also gilt nicht nur auf dieses Stereomikroskop, sondern auf alles andere. Wenn es euch interessiert, welche Kamera ich da genutzt habe, mit welchem Adapter und so weiter, dann bitte schreibt es in die Kommentare, weil das wäre wirklich ein komplett separates Video. Ich kann euch aber gleich sagen, ihr müsst da keine Tausende von Euro hier ausgeben. Das, wenn ich früher gewusst hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht das gekauft, sondern hätte ich mir auch nur so eins gekauft, weil einfach die Technik hat sich so extremst weiterentwickelt und man kann mit so wenig Aufwand und so wenig finanziellen Mitteln wirklich so verdammt viel hier erreichen. Das ist wirklich heftig. Für alle im Nachgang nochmal,
Ja, man kann die Bilder in der Belichtung hier ändern, man kann die Bilder natürlich nachschärfen und ja, man kann das Ganze auch filmen, dann wenn man so eine Kamera drauf hat, aber hier ging es mir in erster Linie um das Stereomikroskop. Ich persönlich kann ganz klar sagen, von mir geht da 100%ige Kaufempfehlung raus. Dieses Teil hat mir so viel Spaß schon gemacht und ich habe so viele Sachen entdeckt in der Tierwelt, die ich vorher normal nie gesehen hätte. Und dazu kommt ja noch, für Leute, die gern drunter löten, für Elektronik und sonstiges, ist es natürlich auch sehr gut geeignet. Ich werde mir jetzt vorstellen, ich habe eine große Platine und will die einfach ja, abfahren, dann brauche ich nicht das Teil umstellen, sondern kann ich wirklich mit meinem Mikroskop da rumfahren. Und ihr seht es ja, ich brauche nicht mal nachschärfen, obwohl ich jetzt in so einem feinen Bereich bin. Und in dem feinen Bereich ist natürlich, und das hat mich wirklich ein bisschen begeistert, muss ich auch sagen, weil mit dem hätte ich nicht gerechnet, weil für diese, ich glaube 400 Euro kostet es, ja 405 Euro kostet das Mikroskop, hätte ich nicht mal ansatzweise mit so einer Qualität gerechnet, muss ich auch ganz klar sagen. Ich bin jetzt raus, ich begebe mich weiter auf die Suche nach Neuem, weil ich habe noch nie eine Winterwindel untersucht. Aber irgendwie juckt es mich jetzt. Oh, tschüss.